Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Fullface mit High-End-Produkten schminken, vor allem mit Charlotte Tilbury-Produkten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls irgendwer fragen sollte, den Schmuck, den ich trage, denn heute trage ich ganz schön viel Schmuck, habe ich vor allem aus dem iCrush-Adventskalender. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich glaube, das kommt sogar aus dem Kisu-Adventskalender, genauso wie das. Das hier ist eine Kette von Corazul. Die habe ich ja in der Kooperation bekommen. Genau, und ansonsten halt mein üblicher Schmuck. Genau, ich habe ja mit euch zusammen die Charlotte Tilbury Schatzkiste ausgepackt. Durch Adventskalender habe ich noch ein paar neue Produkte bekommen und zwei Produkte hatte ich mir auch einfach mal so gegönnt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Primer. Da habe ich hier von Charlotte Tilbury den Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Das ist dieser hier. Da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie der so performt. Der kommt leicht eingefärbt tatsächlich sogar raus. Sieht relativ fest aus. Also das sieht aus wie so eine ganz normale Creme. Ach, nee. Der hat da noch so Goldschimmer mit drin. Das sieht ja interessant aus. Okay, also da kriege ich dann quasi jetzt allein schon durch den Primer Glow ins Gesicht und eine leichte Färbung. Okay. Es ist parfümiert, es riecht so ein bisschen nach Rose. Okay, die zwei Tropfen sind jetzt super schnell eingezogen. Das heißt, wahrscheinlich ist es nicht unbedingt ein feuchtigkeitsspendender Primer, sondern eher einfach ein Glow Primer. Ich gebe mir auch ein bisschen was auf den Hals, weil das mache ich immer. Auch wenn es ein Glow Primer ist. Das heißt, ich würde dann tatsächlich hier ja auch so meinen Hals ein bisschen mit highlighten. Ich möchte aber einfach, dass diese ganze Make-up-Grundierung halt überall dort ist, wo ich auch Foundation auftragen werde. Und da ich meistens auch ein bisschen Foundation den Hals runter verblende, brauche ich dann natürlich auch irgendwie einen Primer, finde ich. Okay, der Nachteil des Ganzen ist natürlich, dass die Finger ebenfalls diese Schimmerpigmente dann drauf haben. Das heißt, das könnte tatsächlich auch eher so ein Primer sein, den man vielleicht eher auftragen sollte mit einem Pinsel oder mit einem Schwämmchen. Der Glow im Gesicht hingegen gefällt mir. Finde ich wirklich schön. Das kann man auch so tragen, ohne dass man noch eine Foundation drüber gibt. Da ich aber tatsächlich hier so ein paar Rötungen habe und ein paar, ja, ich weiß nicht, unruhige Stellen, mag ich das tatsächlich lieber, wenn ich jetzt heute noch ein bisschen Foundation drüber gebe. Und dafür verwende ich die Lancôme Miracle Foundation. Die soll nämlich auch noch Feuchtigkeit spenden, mit Lichtschutzfaktor 15 sein, was wenig ist, aber er ist da. Und ich habe die in der Farbe 01. Habe ich mir gekauft in dem mittlerweile Blissim Online-Shop, Birchbox Online-Shop, und habe ich noch nie verwendet. Ich habe hier auch ein paar Schwämmchen vor mir liegen, die ich gestern gewaschen habe. Das heißt, die sind so, nennen wir es mal nebelfeucht. Die sind so leicht noch nass. Die haben alle irgendwie ziemlich gelitten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie zu rigoros gewaschen, denn auch dieses Schwämmchen hier hat ein Ditcher bekommen. Mist. Okay, Die Foundation gebe ich mir gerne immer zuallererst auf das Schwämmchen auf. Und man sieht, dass sie sehr, sehr flüssig ist. Also das Schwämmchen saugt direkt das Produkt auf, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Dann verteile ich die mal im Gesicht und es ist die Farbe 01, aber sie scheint ziemlich dunkel zu sein. Die Deckkraft ist eher leicht. Sie gibt auch in Kombination mit dem Primer wahrscheinlich auch einen leicht glowy Finish. Aber wenn ich mir so den Unterschied zum Hals angucke, muss ich definitiv noch ein bisschen was auf meinen Hals geben, weil ansonsten sieht es einfach zu furchtbar aus. Und lässt sich schön ausblenden, aber sie ist mir dann tatsächlich für den Winter krasserweise zu dunkel, wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Das ist schon Hammer. Also ich mache natürlich gleich noch Puder drüber, das relativiert vieles dann noch, aber die darf jetzt nicht auch noch nachdunkeln, das wäre dann ein bisschen blöd, ne? Ich finde die jetzt auch nicht ganz so ultimativ ebenmäßig irgendwie. Also ich finde sie schon so ein bisschen fleckig, wenn ich mir das so angucke. Gerade so am Hals, wenn ich das hier so aufgebe, kommt es sehr, sehr fleckig raus. Also ich weiß nicht, ich muss die vielleicht nochmal mit einem anderen Primer versuchen. Aber jetzt so im ersten Eindruck fühlt es sich so an, als hätte ich halt quasi so eine ganz, ganz leicht gefärbte Geschichte auf mein Gesicht gegeben, um leichte Rötungen auszugleichen. Es fühlt sich an wie eine zweite Haut, also ich habe nicht das Empfinden, als hätte ich jetzt irgendwas auf mein Gesicht gegeben, ne? Aber ich finde es einfach von der Optik her nicht ganz so ebenmäßig. Nun gut, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Concealer.
Den habe ich mir letztens erst geholt und gestern das erste Mal mit euch in einem Full-Face First Impression, was wahrscheinlich erst am Samstag online kommen wird oder nächste Woche Samstag oder Sonntag, ich weiß es noch nicht genau, habe ich mir von Charlotte Tilbury den Magic Away Liquid Concealer gekauft. Das ist dieser hier. Ich glaube, das ist die Farbe 2. Ja, fair. Den versuche ich jetzt tatsächlich auch vermehrt zu verwenden, weil er hat hier oben so ein Puffelding dran. Und wenn man das halt nicht regelmäßig verwendet, dann spackt es halt so ein bisschen zu. Ne? Muss man hochdrehen, genauso wie beim Löscher von Maybelline. Und dann gebe ich mir das einfach unter die Augen. Da kommt jetzt nicht so das Allermeiste raus, aber das ist nicht schlimm. Und das verblende ich dann direkt mit meinem Beauty Blender, was übrigens tatsächlich auch der Original Beauty Blender ist. Normalerweise mache ich das gerne mit einem Pinsel. Da ich jetzt aber hier schon das Schwämmchen habe, verwende ich das auch. Der Concealer sagt zwar, er habe eine hohe Deckkraft, aber ich finde, dass es einfach eine sehr natürliche Deckkraft ist. Ne? Also er macht die Augenschatten schon so ein bisschen weg, aber macht jetzt nicht irgendwie ultimativ so wie, keine Ahnung, Tarte Shape Tape oder so, ne? Dass er dir deine untere Augenpartie komplett wegmacht, mehr oder weniger. Und bei dem ist aber das Positive, der kriegt nicht in die Fältchen. Also der ist halt auch wirklich super, super leicht, der hält über den ganzen Tag auch wirklich schön. Und deswegen mag ich den wirklich gerne, obwohl ich den jetzt heute erst zum zweiten Mal verwende. Aber ich habe den gestern sehr, sehr lange getragen, weil gestern war Samstag, da war mein Filmetag mehr oder weniger. Also da drehe ich immer die meisten Videos und da hat er wirklich gut gehalten, muss ich sagen. Er setzt sich auch nicht irgendwie auf trockene Stellen oder sowas. Dafür deckt er sie aber halt auch nicht wirklich ab. Also ich habe hier unter dem Auge so ein bisschen Stellen, die ich immer wieder mit meiner Propolis-Salbe ein bisschen behandle. Ich habe keine Ahnung, wo genau das herkommt. Ich denke, das ist einfach stressbedingt und deswegen habe ich die einfach da, ne? Und ja, deswegen. Also andere Concealer setzen sich gerne darauf ab, um sie zu betonen. Er deckt sie halt nur ganz, ganz leicht ab, sodass man das halt jetzt so auf den ersten Blick nicht sehen würde. Würde man mir aber ganz nah auf die Pelle rücken, so wie ihr das gleich machen werdet, wenn wir mein Augen-Make-up schminken, dann sieht man es halt, ne? Am Kinn gehe ich noch ein bisschen über ein paar Unebenheiten drüber. Genauso auch hier habe ich ja so eine Stelle, die hat die Foundation nicht abgedeckt bekommen. Bevor ich abpuder, verwende ich gerne so Flüssigprodukte, was Blush, Bronzer und Highlighter angeht, sofern ich sowas da habe. In dem Fall habe ich jetzt den Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter von Charlotte Tilbury. Das ist dieser hier. Und ja, der ist halt dafür da, um so ganz vorsichtig einzelne Stellen zu highlighten. Auch der hat so ein Puffelding hier vorne dran. Muss man wirklich aufpassen. Und auch mit dem Produkt muss man ein bisschen aufpassen. Man muss es erstmal öffnen. Genau, und dann kann man es halt vorne rausdrücken. Genau, dann wölbt sich richtig dieses Ding. Sieht man das? Weiß ich nicht. Ne? Das wölbt sich halt und dann kommt hier das Produkt raus. Und das gebe ich mir erstmal so vorsichtig hier oben hin und blende das mal mit meinem Beauty-Schwämmchen ein. Das sind halt auch die Stellen, wo ich normalerweise immer so Highlighter auftrage. Und das ist eigentlich ein Highlighter. Das habe ich für mich jetzt schon auch beim Unboxing so bemerkt, was ich wundervoll im Alltag tragen kann, wenn ich mich halt jetzt nicht irgendwie Fullface schminken würde oder so. Einfach um hier diese Stellen zu highlighten, um so ein bisschen Glow ins Gesicht zu geben. Ja, das mag ich eigentlich auch so ganz gerne. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich dieser Highlighter aufbauen lassen würde. So sieht er auf jeden Fall aus, wenn man ihn hier so aufträgt. Ich gebe ihn und mache auf die Nasenspitze. Genau, weil die Nasenspitze wird auch gehighlightet, genauso wie auch der Nasenrücken. Und hier so zwischen den Augenbrauen, also meine T-Zone highlighte ich ja tatsächlich gerne. So ein Produkt ist natürlich auch super für trockene Haut geeignet, die ich nun mal habe. Und man kann es wundervoll verwenden, wenn man hier so sitzt, ne? Und sich das einfach hier mal so auf die Schlüsselbeine geben. Das gibt halt auch nochmal so einen kleinen Effekt. Das ist halt gerade im Sommer eine schöne Kiste. Jetzt im Winter sieht man das jetzt nicht so häufig, ne? Aber heute ist ein relativ warmer Tag, auch wenn es regnet und so. Aber es ist jetzt, ja, ganz schön. Und man sieht jetzt hier auch tatsächlich, dass man gar nicht so ultimativ viel sieht. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Es ist fast schon natürlich, ne? Finde ich gut. Genau. Hier mache ich noch ein bisschen mehr hin. Einfach, weil ich da eh gleich Puder und sowas drüber mache. Und wenn mir das nachher noch zu wenig sein sollte, gebe ich mir dann noch einen Puder-Highlighter drüber. Ich mag es aber ehrlich gesagt bei mir persönlich nicht so gerne.
Mag halt daran liegen, dass ich eine trockene Haut habe, ne? Dass wenn ich mir ein Puder aufgegeben habe, dass ich mir darüber noch einen Flüssighighlighter gebe. Das funktioniert bei mir nicht, weil das einfach nicht schön aussieht. Und genau, deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, in welcher Reihenfolge er das so macht. Aber bei mir funktioniert es halt so am besten. So, schöner Highlighter, auf jeden Fall. Den kann man halt auch wieder zumachen. Ich vergesse das halt immer wieder, wenn ich den aufmache, ne? Muss ich mich noch dran gewöhnen. So. Jetzt verwende ich ein Puder und da habe ich in einem Adventskalender von Hourglass dieses Veil Powder drin gehabt und das werde ich jetzt mal verwenden. So, hier habe ich dann auch ein bisschen Puder, Sammy liegt neben mir und stöhnt vor sich hin, ein bisschen Puder oben aufliegen, da gehe ich dann zuallererst mit dem Schwämmchen rein. Das ist dann ja ein bisschen feucht und so und damit gehe ich dann unter meine Augen, einfach um den Concealer damit besser zu setten. Das funktioniert bei mir einfach am besten. Und auch auf meinen Augenlidern setze ich den Concealer schon direkt damit. Man kann, wenn man möchte, auch komplett mit dem Schwämmchen das ganze Gesicht setzen. Bin ich persönlich nicht so der Ultra-Fan von, aber so für Concealer und so finde ich das eigentlich eine ganz gute Art und Weise. Ich gebe mir da immer gerne übrigens Puder in den Deckel rein und man sieht halt auch, dass das ein wirklich schönes, angenehm, feines Puder ist. Ich muss da nicht ordentlich drauf rumklöppeln, um da irgendwas rauszukriegen, ne? Das geht ganz gut. So, hier hatte ich ja, wo hatte ich hier? Da hatte ich auch Concealer. Gehe ich da überall einfach nochmal so an die kritischen Stellen, ne? Und jetzt halt schön in die Haut eingearbeitet. Das Puder hat auch so eine leicht gelbliche Färbung. Das ist nicht komplett weiß oder so. Das funktioniert bei mir ganz gut, muss ich sagen. So, wenn ich dann fertig mit dem losen Puder und dem Schwämmchen bin, gebe ich mir wieder ein bisschen was in meinen Deckel rein. Nehme mir einfach einen Puderpinsel, da habe ich jetzt hier von Zoeva den 101 Luxe Face Definer. Klopfe das auch so ein bisschen in den Pinsel rein, damit es in den Haaren drin ist. Und puder damit mein Gesicht ab. Das mache ich nur ganz leicht, weil ich möchte keinen toten Matt-Effekt haben. Ich möchte einfach nur, dass mein Gesicht abgepudert ist und ich danach halt Blush und Bronzer gut auftragen kann. Denn wenn ich mein Gesicht nicht abpuder, dann wird das bei mir grundsätzlich fleckig. Ich merke, dass meine Haut fertig abgepudert ist, wenn ich halt so mit dem Pinsel drüber fahren kann, ohne dass die Pinselhaare halt irgendwo hängen bleiben. Denn normalerweise puder ich halt in tupfenden Bewegungen ab und arbeite das Produkt in die Haut ein. Und wenn ich dann gucken möchte, ob das Puder halt ausreichend da ist, gehe ich dann vorsichtig mit dem Pinsel so zum Beispiel drüber und dann merke ich, dass die Stelle halt fertig abgepudert ist. Und wenn die noch ein bisschen hängen bleibt, ne, dieser, wenn die Pinsel noch ein bisschen hängen bleibt, dann merke ich, dass ich da einfach noch ein bisschen drüber tupfen muss, um das Produkt besser einzuarbeiten. Genau, und so pudere ich einfach immer bei mir ab. Genau, so. Das Puder gefällt mir richtig, richtig gut, weil das halt nicht so ultramattierend ist oder so. Ich habe trotzdem noch eine schöne glowy Haut und ja, dieser Highlighter kommt noch durch meine Gesichtskram, Sachen, Unebenheiten und Imperfektionen sieht man immer noch ein bisschen durch, was ich aber gut finde. Ich meine, gut, das hätte das Puder jetzt nicht abdecken können, aber ja, es sieht halt alles noch natürlich aus und das mag ich, ne? Du hast sonst ja auch öfters mal Puder, dass wenn du es drauf machst, dass du aussiehst direkt, als hättest du eine Maske drauf. Und das ist hier echt nicht der Fall. Gefällt mir. Das denn hier mit dem Oberteil, ne? Das möchte, dass ich hier ein bisschen mehr Haut zeige. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich mir einen Bronzer bestellt von Clarins. Das ist auch bei Blissim bestellt worden. Der ist einfach so schön. Bronzing Compact Sunkissed Bronzing Powder. Und das ist ein Oschi von Teil, also riesengroß, ne? Und so schaut er aus. Das sind drei verschiedene Streifen hier drauf. Ich vermische das am liebsten. Ein wunderschönes Pressing hier drauf. Also ich habe den, ich glaube, bislang nur mal geswatcht, aber noch nicht im Gesicht verwendet. Und ich würde jetzt einfach mal, oh, das riecht sogar. Das riecht nach Blume. Genau. Also ich habe jetzt hier einmal so durchgetapert, habe dann was auf dem Pinsel, dass ich in die Haare einklopfe. Man muss übrigens nicht mit dem Metall hier immer draufklopfen. Man kann auch einfach mit den Haaren draufklopfen. Das ist auch gar nicht so laut. Genau, hier habe ich ordentlich Produkt dran. Das gebe ich mir vorsichtig erstmal hier auf. Genau, weil der Bronzer ist eigentlich eher so ein Sunkissed Bronzer, also tatsächlich eher ein Sommerbronzer, der auch ein bisschen wärmer ist und so. Und ich möchte es halt nicht übertreiben. Und dann habe ich mir das halt erst so ein bisschen aufgetupft, um das grob zu verteilen. Und jetzt arbeite ich das einfach in leicht kreisenden Bewegungen in die Haut ein, um das so natürlich wie möglich halt hinzubekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man High-End-Produkte verwendet, dass man sowieso eher zu einem
etwas natürlicheren Look tendiert, also dass High-End-Kosmetik einen eher dazu bewegt, leise Looks zu schminken, in Anführungsstrichen, und nicht so laute Looks. Also wenn ich wirklich mal daran denke, wenn ich mich schminke und laute Looks schminken möchte, dann greife ich zu Drogeriemarken, wie zum Beispiel BH Cosmetics oder zu Essence, zu Catrice. Zu Catrice eher weniger, weil die nicht so viele schöne, bunte Lidschatten haben, außer jetzt die Kooperationspalette von Maxime und Catrice. Übrigens habe ich jetzt mal die Folie so langsam entfernt. Genau, die ist richtig, richtig geil. Aber ansonsten für wirklich laute Looks wüsste ich jetzt nicht hundertprozentig, welche High-End-Geschichte ich nehmen würde. Ich habe einiges da tatsächlich, ne? Aber wenn ich was Buntes will, dann greife ich eher zur Drogerie. Und wenn ich was Natürliches, Dezentes haben will, dann ist es eher so, dass ich mich im High-End-Bereich bewege. Wie geht's euch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist. Der Bronzer gefällt mir übrigens richtig gut, ne? Weil er sich schön ausblenden lässt und schön mit der Haut verbindet. Trotzdem noch so ein leicht glowy Finish hinterlässt. Nicht allzu matt, obwohl das hier im Pfännchen auch matt aussieht. Also es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das ein Schimmerblush, ne? Ich glaube, dass es auch viel mit der ganzen Base und so weiter zu tun hat, was ich hier auch unten drunter habe. Aber das sieht alles sehr, sehr harmonisch hier aus. Wenn man mag, kann man den Bronzer auch so ein bisschen aufbauen. Das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Das wird nicht fleckig, es ist sehr, sehr angenehm. Und Clara ist ja eigentlich auch eher so eine Hautpflegemarke. Und ich mag es einfach, wenn Hautpflegemarken dekorative Kosmetik herausbringen. Weil dann hat man immer das Gefühl, dass es auch mit Pflege verbunden ist. Ähnlich wie bei Lancôme ja auch, ne? Da habe ich ja auch die Foundation eben aufgelegt und die haben ja auch dekorative, die sind ja meiner Meinung nach oder meines Wissens nach aus Pflege entstanden von der Marke her. So, man sieht den Bronzer jetzt nicht so mega ultra krass viel, aber er ist halt da, ne? Ich gebe mir ein ganz kleines bisschen, ich habe jetzt nicht nochmal neu reingetippt, hier unten drunter, man sieht es fast gar nicht, aber es ist halt ein Hauch von Schatten, den ich da zauber und das gefällt mir jetzt tatsächlich. Gehen wir weiter zum Blush. Da habe ich etwas von Natasha Denona. Da habe ich mir das Blush and Glow Set einmal bestellt. Das ist das Mini Blush and Glow Set. Ich bräuchte jetzt keinen Highlighter, deswegen werde ich den nicht davon verwenden. Aber hier ist auch ein schöner Blush drin. Das ist eigentlich auch eher ein Blushleiter, also ein schimmernder Blush. Trage ich mir aber auf mit einem Highlighterpinsel von Luxie oder Luxy. Die 522, der Tapered Highlighter Brush ist das. Da gehe ich hier einmal vorsichtig rein. Und gebe mir das im Prinzip da auf, wo ich auch Highlighter auftragen würde, nur ein bisschen intensiver tatsächlich. Weil das ist jetzt ein Blushleiter für mich, also eine Kombination zwischen Blush und Highlighter, sodass ich das dann auch noch etwas mehr ausblende. Sollte man vergrößerte Poren haben, muss man mit solchen Produkten natürlich aufpassen, ne? Sei es Blushleiter oder Schimmerbronzer oder sowas, weil sowas halt auch die Haut betont, die Hautstruktur betont, gegebenenfalls Unebenheiten oder vergrößerte Poren betonen könnte. Und deswegen, ja, kann ich einfach empfehlen, sowas dann vorsichtig aufzutragen und langsam aufzubauen und je nach Hautstruktur dann intensivieren. Man sieht ihn nicht wirklich, aber er ist schon da. Es ist weniger ein, ich setze mich vor die Kamera und mache einen Make-up-Blush, Blush, sondern eher ein Alltags-Blush, ne? Den man halt auch so trägt, wenn die Kamera und die 5 Milliarden Lichter hier nicht an ist. Genau, weil man sieht es halt im realen Leben schon sehr, sehr schön. In der Kamera wird halt viel Licht und so geschluckt, sodass es nicht mehr so intensiv rüberkommt. Aber ich finde den richtig, richtig schön. Für meine Augenbrauen verwende ich ein Produkt, wovor ich eigentlich jetzt so mit am meisten Schiss hatte. Und zwar ist das von Lord & Barry Perfect Brow Magic Pencil Definer. Denn ja, es ist in der Farbe Brünett und ich bin ja blond und nicht brünett, ne? Aber mal gucken. Wenn ich ihn vorsichtig auftrage, dann wird das hoffentlich funktionieren. Und Lord & Barry ist halt wirklich eine hochpreisige Marke, deswegen habe ich den jetzt hier auch in das Full Face High End mit reingenommen. Der hat einen Spoolie und einen Anspitzstift an den Seiten. Dann wollen wir mal schauen, was der so drauf hat. Gibt mega Farbe ab, also da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Sehr, sehr weich. Aber wenn ich das so vorsichtig mache, dann geht das schon klar. Es ist ein bisschen warm tatsächlich für mich. Für mich wäre es schöner, wenn er ein bisschen aschiger wäre. Aber ich glaube, ein Hauptteil der Weltbevölkerung ist nun mal brünett. Von daher ist es okay, dass der auch so in einem Adventskalender mit drin war. Die können ja nicht jedes Mal wissen, welche
Haarfarbe die Person hat, die den Adventskalender auspackt. Auf dieser Seite habe ich ein paar mehr kahle Stellen, gerade hier so am Anfang. Da sieht man halt, wie krass zu warm das Ganze halt einfach ist für mich, ne? Naja, also ich denke nicht, dass der Augenbrauenstift bei mir bleiben wird, weil es halt einfach nicht meine Farbe ist, leider. Setten werde ich meine Augenbrauen mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit. Den finde ich einfach super. Der ist, ach, der tackert mir meine Augenbrauen fest und das liebe ich bei ihm einfach so sehr. Da kann ich eine Nikolausmütze drüber ziehen, da kann ich drüber wischen mit den Fingern und alles, da kann ich drankommen. Und es hält nicht nur die Augenbrauenhärchen in Form, sondern natürlich auch die Farbe, die da drunter ist. Es legt sich halt wie so eine Schutzschicht dann über die Härchen und das finde ich echt toll. Ein Lidschatten habe ich jetzt in dem Sinne nicht. Ich habe zwei Augenprodukte. Das ist einmal der Color Chameleon Copper Lights. Das ist so ein Lidschattenstift. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich habe einen Kajal. Der dürfte so in braun, grau, nein, schwarz-grau fast schon sein. Das ist Rock'n'Coal Barbeja Brown. Doch, das ist ein Braun, ne? Genau. Und damit werde ich jetzt so ein ganz simplen Look auf meine Augen zaubern, würde ich jetzt mal so sagen. Ich nehme mir jetzt einfach den Augenstift und gebe den auf mein Lid. Dann nehme ich mir einen Smudgerpinsel und smudge das Ganze aus. Lege noch ein bisschen Farbe nach. Ich muss sagen, dass der Stift besser hält, als ich das gedacht hätte, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass der mir dann auch relativ schnell in die Fältchen rutscht oder so, aber der macht jetzt nicht den Anschein, als würde er das nachher machen wollen. Das, was ich auf dem Pinsel habe, gebe ich mir dann noch an den unteren Wimpernkranz und verbinde das quasi hier nach oben. Solltest du keine Schlupflider haben, musst du das natürlich nicht so weit nach oben verblenden, wie ich das mache. Ich mache das halt damit, wenn ich dann halt gerade nach vorne gucke, dass man dennoch den Lidschatten sieht, weil ansonsten verschwindet der halt bei mir, ne? Ich habe jetzt tatsächlich bislang nur die Farbe von diesem Pinsel verwendet und trage sie an vielen verschiedenen Stellen von meinem Auge auf. Ich habe sie auf mein bewegliches Lid gegeben, ich habe sie dann sanft nach oben hin verblendet und dann habe ich mir hier auch wieder meine Kante mehr oder weniger gebildet und das dann nach unten hin mit verbunden. Und trotzdem finde ich, dass es sehr harmonisch aussieht. Wird nicht so bleiben, aber das ist schon mal die Basis. Jetzt nehme ich mir nämlich den Kajalstift, der damit bei war, und gebe ihn mir zunächst an den oberen Wimpernkranz, um ja halt meinen Wimpernkranz zu verdichten. Es wird nachher noch ausgesmudged, also kann man da relativ grobmotorisch sein und ich gebe ihn mir nur bis zur Mitte auf. Dann nehme ich jetzt nämlich wieder meinen Smudgerpinsel, um das Ganze zu verwischen. Ich mache jetzt auch schon mit den Resten, die hier auf dem Pinsel sind, so eine kleine Linie, aber das funktioniert noch nicht ganz so gut, weil da zu wenig Farbe dran ist. Ich blende das richtig auch in meinen Wimpernkranz mit rein, dass es schön dicht aussieht und dann halt so ineinander verwuschelt. Jo. Ich gebe mir das auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz, ziehe mir dann so eine kleine Linie hier relativ grob nach oben, nehme mir dann einen ganz, ganz feinen Pinsel, das ist eigentlich so ein Lippenpinsel, und verblende das Ganze. Im Prinzip verwende ich das so ein bisschen als Zwischending von Eyeliner und keine Ahnung, dunkler Verblendeton mehr oder weniger. Weil ich den halt auch so ein bisschen mit in meine Lidfalte mit reinziehe. So sieht er dann aus, ne? Funktioniert übrigens besser, wenn man den Smudger verwendet, den man vorher schon genommen hatte für den Lidschatten. Ist man da nicht so ewig zu Gange mit. Genau, und der ist halt auch ein bisschen weicher und so. Doch, das geht besser als mit dem Lippenpinsel. Ich finde, das sieht natürlich mit solchen Creme-Lidschatten immer ein bisschen fleckiger aus, als wenn man das mit anderen Sachen machen würde. Aber ne, ich finde es tatsächlich für den Alltag sehr, sehr tragbar und ich mag das eigentlich auch, weil das so ein eigentlich ein ganz leichtes, angedeutetes Smoky Eye ist. Ich persönlich möchte es jetzt ein bisschen aufhellen und dafür nehme ich ein bisschen was von diesem Flüssig-Highlighter. Das, was da oben in diesem Schwämmchen noch drin ist, gebe mir das einfach hier auf meinen Handrücken. Dann nehme ich mir den Pinsel, nehme ein bisschen, ganz bisschen Produkt nur auf. Das setze ich mir dann nach innen hin und hoffe, dass es nicht creased. Und auch ein bisschen unter meine Augenbraue. Ich finde schon, es gibt nochmal einen schöneren Effekt mit dem Highlighter. Jetzt hoffe ich halt nur, dass es hält. Und jetzt
nörgelt Sammy rum, der ist gerade aufgewacht, der hat gerade schon eine Stunde gepennt, ja, ich drehe schon eine Stunde, Leute. Den lasse ich jetzt erstmal raus. Sammy ist direkt wieder reingekommen. Also er wollte raus und dann ist er direkt wieder reingekommen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem kleinen Mann los ist. Mausi? Bist süß, ne? Ja. So, jetzt verwenden wir einen Fixierspray. Da habe ich das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Party all night, stay all day. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und jo, das kommt jetzt einfach mal übers ganze Gesicht. Oh, das springt mich aber an, du. Alto Billy. Ich hätte eher so machen sollen, ne? Okay, es war nur der erste Strahl, der so krass kam, ey. Puh, das war krass, ey. Und direkt in den Mund rein, Sammy. In den Mund. Das tape ich dann so ein bisschen mit meinem Schwämmchen ein, gerade weil es halt ein bisschen sehr feucht gerade auf meinem Gesicht ist. So verbindet sich das einfach nochmal ein bisschen besser mit der Base. Und die feinen Härchen auf dem Gesicht legen sich dadurch dann auch ein bisschen besser hin. Ich finde übrigens, dass meine Base jetzt richtig gut aussieht, also auch mit der Foundation, ne? Selbst wenn die am Anfang etwas fleckig erschien, sieht die jetzt sehr, sehr gut aus. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Wimpern, weil die ändern ja schon mal alles. Vorher biege ich aber meine Wimpern schnell mit meiner Wimpernzange. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, dass ich irgendwie Bock drauf habe, mir den Kajal auch tatsächlich als Kajal aufzugeben. Also ein bisschen Tightlining. Ich mache das irgendwie so, dass ich dann meine Augen schließe und dann so verdreht nach oben gucke mit dem Auge. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ein bisschen auf die Wasserlinie. Oh, meine Augen merken auch gerade, dass ich das ewig nicht mehr gemacht habe. Aber irgendwie hat das was Nostalgisches, finde ich. So, jetzt verwende ich die Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara von Charlotte Tilbury. Das ist diese hier. Die habe ich hier in der Mini-Größe. Und die hat ein ganz aufregendes Gummibürstchen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das so funktioniert. Der Duft ist relativ neutral, würde ich sagen. Jo. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, also die knallt ja volle Elle rein, oder? Das ist ja voll heftig. Guckt euch mal diese Wimpern an. Ich meine, ne, ich verlinke euch mal mein Wimpernserum, was ich jetzt gerade verwende. Das ist das von Asam Beauty, glaube ich, ne, was ich jetzt aktuell verwende. Aber das geht ja wie ein Zäpfchen. Wow. Bin begeistert von dieser Mascara. Weil ich erst dachte, weil diese Gummibürste halt echt so merkwürdig ist. So, ja, ob das was wird, ne? Und dann schließt der Deckel halt auch nicht so richtig, dass ich mir gedacht habe, ja, das kann nicht wirklich was Gutes sein, obwohl die ja echt teuer ist, ne? Nee, die rastet einfach mal so ein bisschen aus. Krass, ich bin so ein bisschen beeindruckt gerade. Bisschen sehr. Ne? Ich meine, das ist jetzt sowieso jetzt heute so ein sehr smokiger Look. Und dann diese krassen Wimpern dazu. Finde ich scharf. Also ich bin begeistert. Dann verwende ich jetzt als Lip Liner den, ja, in der Farbe Pillow Talk. Das ist der Reshape and Resize Lip Liner. Es ist eine sehr, sehr gefällige Farbe. Ich meine, das einzig, ja, weiß ich nicht, knallige in diesem Video sind tatsächlich meine Fingernägel. Der Lip Liner ist wirklich sehr, sehr angenehm. Der fühlt sich jetzt zwar recht trocken auf den Lippen an, aber er lässt sich schön halt drüber führen. Gibt gut Farbe ab. Finde ich hübsch, ne? Das ist auch eine gute Farbe. Also die kannst du ja wirklich zu allem tragen. Die ist toll. Ich habe jetzt ein bisschen höher gemalt als da. Also wohin hauen? Ja. Ne? Also die Farbe gefällt mir und in der gleichen Farbe habe ich natürlich auch den Lippenstift. Genau, das ist dieser hier. Ja, das ist schon eine schöne, schöne Farbe. Ein bisschen so ein rauchiges Mauve, würde ich dazu sagen, oder? Oder ein rauchiges Mauvenholz? Ich weiß nicht. Mauve. Okay, jetzt habe ich hier noch ein Produkt, das müsste auch Pillow Talk sein. Genau, Pillow Talk Diamonds. Ich habe keine Ahnung, wo ich den nochmal her habe. Ich glaube auch aus irgendeinem Adventskalender. Und zwar ist das so ein Produkt zum Hochdrehen. Und der macht nochmal das, was jetzt so matt auf den Lippen ist, ein bisschen sparkly. Und damit gehe ich jetzt einfach nochmal über die Lippen. Oh, der macht es auch so ein bisschen samtiger noch auf den Lippen, dass es sich nicht so trocken anfühlt. Finde ich irre schön. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Lippenkombi, finde ich. Und ich finde jetzt auch, dass der generelle, komplette Look, wie er jetzt so geworden ist, echt gut aussieht. Also das gefällt mir. Es ist jetzt Full Face High End und ich finde, man sieht es auch so ein Stück weit, weil das Ganze, wie ich ja eben schon gesagt habe, eher so zurückhaltender ist und mehr so auf
Klasse setzt, anstatt Masse, anstatt auf grelle Farben, richtig Krawum, Krabäm. Ja, ich guck mal eben kurz, ob mein Kram auf den Augen am Creasen ist. Also noch ist alles an Ort und Stelle. Der Highlighter bewegt sich jetzt gerade so ein bisschen. Den blende ich noch ein bisschen hier aus. Also jetzt hier, ne, da ist eine kritische Stelle, aber so ein Highlighter ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, um ihn sich auf die Augen zu geben. Deswegen bin ich da ja selber mit bei. Aber mir gefällt der Look richtig, richtig gut. Das ist ein Look, den könnte ich überall tragen, ne? Ob ich damit auf eine Party gehe, ob ich damit arbeiten gehe, ob ich damit ganz normal irgendwo im Alltag unterwegs bin. Ich finde, dass ich da gerade sehr, sehr erwachsen aussehe. Nochmal im Close-up. Also mir gefällt das, ne? Das sieht schon, hat was. Ja, das war jetzt mein Fullface, nur mit High-End-Produkten. Ich würde fast sagen, ich habe Blut geleckt, aber dafür ist mein Geldbeutel dann doch irgendwie nicht ausgelegt, um ehrlich zu sein. Aber ja, es ist ganz cool, wenn man sowas durch Adventskalender oder durch Beautyboxen oder wie auch immer bekommt, das ein oder andere Stück sich vielleicht auch einfach mal selber gönnt. Aber ich glaube, wenn ich mir das alles selber gekauft hätte, wäre ganz schön viel Kohle draufgegangen. Ich blende hier auch mal ein, was jetzt theoretisch dieser ganze Look kosten würde. Ich schaue mal, dass ich auch demnächst so einen Fullface nur mit Drogerieprodukten mache und da vielleicht auch mal so einen etwas zurückhaltenderen Look schminke, wie ich das heute gemacht habe. Mal gucken, wie der so wird, oder? Ja, und das war's jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos, ja. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!